Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Aber wenn Sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen Sie hier sind? Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Okay. Jonah, und damit halte durch. Ein herzliches Willkommen. Sophia, bist du da? Lara! Neues Video. Geht's dir gut?
Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Hätte ich mir auch sagen können, wo ich die Waffen finde. Maybe. Ja, oh. Sie haben jetzt Jonah. Ganz nützlich. Fuck. Und den Atlas. Sag ich jetzt nochmal was? Shit. Eigentlich wollte ich das immer hören, so. So, jetzt nochmal ein herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Warte. Jetzt habe ich gelesen, wie es ging. Wow. Okay, Breitblattklettersch. Okay. Ich benötige den Dingsblade. Breitblattklettergedöns. So, warte mal. Ich muss ihn jetzt. Ne, ich muss ihn nicht erst skillen. Ich kann direkt eigentlich runter, ne? Erstmal wieder oben. Ne, ich muss. Wait, what? Warte mal. Was? Fehlende Ausrüstung. Ab dem Punkt erfordert sie einen Brettblattkletterpfeil. Scheiße, das habe ich vorher nicht gelesen, wie es. Aber ich brauche den. Brettblattkletterpfeil? Wie kriege ich den hin? Pfeil, Feuerpfeil, Granatenpfeil. Ich bin gerade ein bisschen confused. Ach, warte. Hier. Oh. Hä? Hab ich gesehen. So, jetzt müsste ich den haben. Ja. Okay. Ah, schießen Sie den Kletterpfeil an die Holzoberfläche. Voll auf Clan. Okay. Holy shit. So. Zack. Mach ich mal da dran. Kann ich hier? Dann. Nein, kann ich nicht. Okay, ich schieße halt da mal dran. Nein! Ich Idiot! Ah, okay. So müsste ich es aber jetzt schaffen, wa? Ja, so schaffe ich es. Okay. Gut. Noch mehr Propaganda. Dann lese ich das mal. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. So. Jetzt können wir hier aber hoch. Ich dachte gerade schon so, was? Wir können nicht weiter. Aber können wir doch. Hier müssen wir auch direkt weiter. Ach du, holy shit. Wir müssen hier gleich runterspringen, ne? Boah, nice one. Gut, dass ich da nichts drücken musste. Sonst hätte ich das Ganze sicher verkackt. So. Hier ist die Dings, hier ist die Kathedrale da. Ah, okay. Jetzt weiß ich wieder ganz genau, wo wir sind. Das ist auch rüber. Zack. Zack. Das geht nicht, wa? Doch, es geht. Nice. Sturm kommt auf. Ich merk's. So. Könnte hier hoch. Warte mal. Wenn mir das was. Müsste ich die Pfeile nicht benutzen, wenn ich hier hochkomme? Oder komme ich hier einfach nur so hoch, um. Irgendein Bullshit. Ich bräuchte die Pfeile gar nicht, wa? Ne, ich bräuchte die ehrlich nicht. Oder? Ich will jetzt mal kurz gucken. Nein, ich bräuchte die Falle ehrlich nicht. Okay, gut. Dann habe ich halt Falle gerade verschwendet. Hier komme ich höchstwahrscheinlich nicht rein. Nee. Dann gehe ich mal hier hoch. Wie es dann wohl aussieht. So. Hier waren wir letztes Mal. Waren wir hier schon dran? Sieht so aus, ja.
Aber es muss jetzt gerade mega kalt wieder sein. Deswegen wollen wir uns mal ein bisschen beeilen und wollen wir mal hier rein. Warte mal, da vorne war doch dieser Dings, ne? Hier mal dran setzen, mal gucken. Ich weiß, ich spreche selten über deine Mutter, Lara. Aber du sollst wissen, dass sie dich in eurer kurzen Zeit über alles geliebt hat. Wir waren ein glückliches Trio. Als wir sie verloren, war ich ein Wrack. Und bin es noch. Ich hoffe, eines Tages finde ich Antworten, die den Schmerz beenden. Für mich ist es zu spät. Aber für andere vielleicht nicht. Ich schweife ab. Der Schlummertrunk war zu viel. Träum was Schönes, Schatz. Ging alles um sie? Die Frage über das Leben, die du beantworten wolltest? Oder war das eine Ausrede? Vielleicht erinnerte ich dich zu sehr an sie. Gott, Lara, du sprichst mit einem Geist. Über einen Geist. Nimm du lieber einen Schlummertrunk. Okay. So, hier vorne war noch der Typ, der mir was verkaufen konnte. Beziehungsweise der Waffen verkaufen konnte. Hey, guten Tag. Willkommen zurück. Wenn du noch mehr Gold hast, ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja? Das Militärsgewehr würde ich wohl haben. Was haben wir hier? Alter, es kostet mega viel. Kommando-Outfit. Nein, ich möchte kein Outfit haben. Was haben wir da? Gewehrlaser-Zielrohr? Nein. Granatenwerfer? Nee. Pistolenschalldämpfer? Nee. Ich möchte eigentlich wohl gerne... Was haben wir hier? Taktische Schrotflinte. Ich würde wohl gerne die Waffe haben, die G36. So sieht es mir aus. G36, ja. G35 war das Headset von Logitech, glaube ich, ne? Ich vertausche die immer wieder. Deswegen nicht wundern, wenn ich die manchmal anders rum falsch sage und so. So. Wollen wir mal hier hoch. Und dann daran. Die Pfeile halten echt viel aus. Sind ja auch dafür gemacht, aber. Naja, ne? Dann könnte ich hier runter. Ich könnte da normal runter, aber das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte jetzt erstmal hier das hier öffnen. Zack. So, vollautomatische Taktik-Schrotflinte oder Vollautomatik-Schrotflinte. Also, wenn man da gerade stand. Na, hier kriegen wir vielleicht ja keine Moneten. Was ist denn hier? Karte aktualisiert, Geheimnisse entdeckt. Warte mal, stopp. Überlebensversteck. Okay. Da haben wir den Shop. Hier haben wir ein Münzversteck. Aber ich muss das alles nochmal durchgehen. Also wäre ich für mich für so, wenn ich das selber nochmal spiele. Okay, Schutz suchen. Alter, das ist hier oben tiefer Schnee. In Deutschland auch wieder mal so einen tiefen Schnee haben. Also jetzt nicht so mega tief, aber wieder Schnee. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an, dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Jonah. Alles klar. Der gute Mann, der Vater von Laura, ist mit 50 abgetreten. Wie man da gerade eben kurz schnell ausrechnen konnte. Okay, ich kann unten hin und ich kann oben hin. Macht das irgendeinen signifikanten Unterschied? Wir laufen von nichts.
Hier müsste ich halt unten hinspringen, aber jetzt kann ich so hier hochspringen. Okay, kein Unterschied, außer ein bisschen Zeitersparnis, oder wie? Das sieht nicht so aus. Hier. Dann müsste ich da ran. Ja, da ran. Und dann? Warte mal. Dann könnte ich da ran und dann könnte ich irgendwo hochspringen. Achso, dann könnte ich da ran, okay. Hier unten an die Dings. Alles klar. Also macht das null Unterschied. So, mal einen Pfeile bauen. Pfeile. Ja. Sonst Pfeile kann ich nicht bauen. So, jetzt kann ich hier rüber. Wir wollen mal hoffen, dass liebe Jonah gleich nicht irgendwie verletzt wurde. Weil sonst geht es voll aufs Maul. Sonst kriegt Trinity die volle Ladung ab. Und das ist kein Witz. Okay, ich kann da nicht viel drüber entscheiden, aber... Folgen Sie Sophias Weg zur Trinity-Basis. Okay. Tun wir diesmal. Wollen wir uns hier mal rüber schwingen. Und alle ab. So. Alles klar. Jonah muss irgendwo da oben sein. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Konstantin, wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbereiten. Nein. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du... Du wirst leben. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Schon unterwegs. Alles klar. Dann wollen wir schnell hoch. Weil ab jetzt kann liebe Jonah befragt werden. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir noch rechtzeitig kommen. Wenn wir jetzt nicht rechtzeitig kommen, ist ganz doof. Irgendwie Eiswasser. Was tut, wenn ich da reinfalle? Tue ich aber jetzt nicht. Falls jetzt jemand denkt. Also nicht, falls jetzt jemand denkt, ich würde extra jetzt reinfallen wollen. Von der. Spuren. Autospuren. Okay. Wir werden doch nicht angefallen von dem Bär. Denke ich mal. Verdammt. Sie sind überall. Okay. Man hat Schüsse gehört. Das ist ein kleines Eichhörnchen. Ich gucke mich hier erstmal um, ob hier irgendwas ist. Aber hier scheint nichts zu sein. Hier scheint nicht. Oh. Du hast etwas gesehen und reagiert. Ich hätte das gleich getan. Alles klar. Sieht alles sicher aus. Halten wir die Augen offen. Erwarten wir Gesellschaft? Croft könnte versuchen, den Gefangenen zu retten. Die Nein. Alle will, dass alle wachsam sind. Warum töten sie nicht einfach? Er könnte noch etwas wissen, aber Konstantin wird das schon bald herausfinden.
Oh shit. So. Das war's mit den beiden. Dann schneller Besuch hier. Hier haben wir noch. Hier hätten wir noch ein paar Stöcke. Alles voll. Dann gehen wir da jetzt zu meinem Tin. Wir nehmen ihn aus. Oh. Ich merke gerade, ich nehme schon verdammt lange wieder auf, ne? So. Dann würde ich jetzt mal sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Und das war's dann auf jeden Fall wieder mit mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.